gleich in den TV Berlin Nachrichten. U-Bahn-Schubser schweigt weiterhin zu seiner Tat. Facharzttermine jetzt einfach telefonisch vermitteln lassen. Und das Wetter, ab Samstag steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Also auch Schnee ist wieder drin. Mehr dazu am Schluss der Sendung. Und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 21. Januar. Nach dem tödlichen Angriff auf eine 20-Jährige im U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz schweigt der mutmaßliche Täter auch am Donnerstag gegenüber den Ermittlern. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Der psychisch kranke Mann war noch am Mittwochabend in eine Klinik eingewiesen worden. Laut Steltner war der 28-Jährige wegen Sachbeschädigung in Hamburg bereits in psychiatrischer Betreuung. Der 28-Jährige habe auch mit Drogen zu tun gehabt. Bei dem Angriff am Dienstagabend habe er offenbar nicht unter Alkohol oder Drogen gestanden. Das habe nun ein ausgewerteter Drogentest ergeben. Ehrenamtliches Engagement. Das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge in Berlin ist nach der Kölner Silvesternacht unverändert stark. Es gibt keinen Rückgang, sagte Katharina Müller vom Flüchtlingsrat Berlin, der freiwillige Helfer und Flüchtlingsinitiativen koordiniert. Täglich fragten neue Interessierte aus allen Bezirken nach Möglichkeiten zu helfen. Jede Unterstützung sei willkommen. Es läuft sehr, sehr gut, sagte Matthias Nowak, Sprecher der Berliner Malteser am Donnerstag. Die Zahl der Ehrenamtlichen ist konsequent auf dem gleich hohen Niveau. Fast 1000 Menschen seien als Helfer registriert gegenüber 800 Flüchtlingen, die derzeit in den beiden von den Maltesern betriebenen Heimen untergebracht seien. Die Ehrenamtskoordinatorin der Caritas zeigte sich ebenfalls zufrieden. Bei uns kommen immer noch Anfragen, sagte sie. Weniger Lehrlinge in Industrie und Handel. In Berliner Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung haben im vergangenen Jahr 8.640 junge Menschen eine Ausbildung begonnen. Das waren 87 Lehrlinge oder 1% weniger als 2014, wie die IHK bilanzierte. Die Zahl der aktiven Ausbildungsbetriebe sei im gleichen Zeitraum von 5.250 um knapp 4% auf 5.046 zurückgegangen. Das liege vor allem daran, dass kleine Betriebe, die ihre Lehrstellen nicht besetzen können, aus der Statistik herausfielen. 2015 hätten die Berliner Betriebe rund 1000 freie Stellen mehr an die Bundesagentur für Arbeit gemeldet als im Jahr zuvor. Hotline vermittelt Facharzttermine. Wer kurzfristig einen Termin beim Facharzt braucht, kann sich in Zukunft per Telefon an eine Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. Sie nehme ab dem 25. Januar die Arbeit auf, kündigte die KV am Donnerstag an. TV Berlin hatte bereits mehrfach darüber berichtet. Um binnen 4 Wochen einen Termin zu bekommen, benötigten Patienten in der Regel eine Überweisung vom Hausarzt. Die KV weist darauf hin, dass Patienten den Arzt nicht aussuchen können und auch längere Anfahrtswege in Kauf nehmen müssten. Auch solle der Service erst genutzt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien. Erreichbar sei die Hotline montags bis freitags unter 030 31 00 33 83 von 10 bis 15 Uhr. Wie gesagt, erst ab dem 25. Januar. Nicht vermittelt wurden Termine bei Psychotherapeuten, Zahnärzten, Kiefernorthopäden sowie Kinder- und Jugendärzten. Die Kassenärztliche Vereinigung setzt damit einen entsprechenden Beschluss der Bundesregierung um. Bauarbeiten am Wochenende. Auf der S1, der S2, der S25 kommt es am kommenden Wochenende zu längeren Fahrzeiten. In den Nächten von Sonntag auf Montag und von Montag zu Dienstag verkehrt die S1 beispielsweise zwischen Nordbahnhof und Potsdamer Platz nur im 20-Minuten-Takt. Der Grund sind Gleisbauarbeiten. Zwischen Zehlendorf und Anhalter Bahnhof fährt die S1 ebenfalls nur im 20-Minuten-Takt. Tegel-Wettbewerb entschieden. Nach der Schließung des Flughafens voraussichtlich 2018 sollen vor Ort ein Produktions- und Forschungspark entstehen. Geplant sind auch 5000 neue Wohnungen. Dazu hat die Bauverwaltung am Donnerstag die Ergebnisse des Wettbewerbes vorgestellt. Ende Dezember war dieser endgültig entschieden worden. Den ersten Preis mit über 170.000 Euro gewann übrigens das Atelier Leudel Landschaftsarchitekten Berlin.
Ihr Siegerentwurf habe eine spannende Dramaturgie von urban bis naturnah entwickelt. Damit entstehe ein überzeugender Ansatz, der Richtung aufzeigt, aber gleichzeitig noch Spielräume der weiteren Konkretisierung offen hält, so die Jury. Bread and Butter im September an neuem Spielort. Die Modemesse Bread and Butter kehrt Anfang September an einen neuen Ort zurück. Wie neue Eigentümer Zalando am Donnerstag in Berlin mitteilte, findet die Messe vom 2. bis zum 4. September nun in der Arena Berlin statt. Der Modehändler hatte ja die Messe im vergangenen Jahr übernommen, nachdem sie Ende 2014 Insolvenz angemeldet hatte. Die Streetwear-Show hatte eigentlich einen Mietvertrag, nachdem sie bis 2019 zweimal pro Jahr im früheren Tempelhofer Flughafengebäude laufen konnte. Zuletzt war sie aber wegen der Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Gelände ausgefallen. Finanzielle Details zu dem Umzug nannte Zalando aber nicht. Karneval der Kulturen gesichert. Die Firma Piranha Arts aus Kreuzberg ist ab sofort neuer Veranstalter des Karneval der Kulturen. Das bestätigte am Donnerstag das internationale Musiklabel und der Projektträger, nachdem das Abgeordnetenhaus die Finanzierung des Karneval der Kulturen für dieses Jahr durch seinen Haushaltsbeschluss abgesegnet hat. Damit werde umgesetzt, was die beteiligten Akteure während eines sogenannten Konzeptdialogs zum Karneval im Herbst beschlossen hatten. Piranha Arts genieße das Vertrauen sowohl der Umzugsgruppen als auch des Senats, hieß es in der Mitteilung. Piranha-Gründer Christoph Borkowski gehört übrigens zu den ursprünglichen Ideengebern des Karneval der Kulturen und war jahrelang Präsident der Karnevalsjury. Ja, und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht klart der Hauptstadthimmel etwas auf, es bleibt niederschlagsfrei und die Tiefstwerte liegen bei minus 5 Grad. Am Freitag erwarten uns bis zu 6,5 Sonnenstunden. Die Tageshöchstwerte liegen trotzdem noch bei frostigen minus 2 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Samstag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf über 80%. Dabei kann es Regen oder Schneeregen geben, denn mit den Temperaturen wird es zum Wochenende wieder etwas milder. 3 bis 4 Grad erwarten uns im Schnitt. Am Sonntag und am Montag bleibt es meist dicht bewölkt, aber zumindest weitestgehend trocken. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.